Was geht? Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen fucking Video. Wir sind wieder in Pipe BMX drin, meine lieben Freunde. Und ich habe heute was richtig Cooles geplant. Und zwar haben wir hier eine Mega-Ramp. Ich bin diesmal nicht in dem gemoddeten Spiel drin. Das heißt, ich habe hier Standard-Skin, Standard-Fahrrad und alles. Und wir haben eine Mega-Ramp hier. Ich habe mir gedacht, wir machen so ein kleines Mega-Ramp-Video. Weil ich gucke mir in letzter Zeit richtig viele Mega-Ramp-Videos an. Weil das absolut krank ist. Weil man denkt, wenn man irgendwelche Tricks hört, dass die nicht möglich sind, aber die sind einfach möglich. Und deswegen machen wir heute einfach hier ein paar fucking unmögliche Sachen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Mega Ramp vs. Mo. Let's go. Lasst übrigens einen Daumen nach oben da für mehr Pipe BMX. Und lasst doch auch gerne einen Daumen nach oben da für mich. Danke. Und ich würde gerne mal von euch wissen, würdet ihr euch trauen, so eine Mega Ramp zu fahren? Ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare. So, let's go, Freunde. Also, die Mega Ramp, hier ist er, das gute Ding. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht zu weit springen, weil... Die Mega Ramp. Zeig mal kurz die Mega Ramp. Oh, da, warte, nochmal neu. Da. Sieht ja voll gut aus. Ja, sag ich doch. Pass auf. Bist du das? Das bin ich. Das ist die Mega Ramp. Das hat mich beeindruckt. Tschüss. Tschüss. Richtig krass. Ja, auf jeden Fall kann man hier richtig fette fucking kacking kacker Tricks machen und es ist einfach unnormal. Leute, ich will hier versuchen. Ja, moin. Ah! Triple Backflip ist möglich, aber ich würde gern einen vierfachen Backflip hier später mal versuchen und ein paar Tricks, die... Oh Gott. Oh, warte mal. Das waren jetzt drei. Das Gute ist, in dem nicht gemoddeten Pipe BMX sieht man die Tricks noch unten links. Das heißt, ihr könnt sehen, was ich da mache. Seht ihr die Namen, zum Beispiel jetzt hier beim No-Hander oder beim Tail-Rip. Bam! Boah, man hat so viel Zeit in der Luft, man kann so viele Tricks in einem Sprung machen, das ist richtig geil. Aber ich will jetzt mal eine Cash-Roll machen. Cash-Roll? Cash-Roll? Ich weiß noch, als ich 11 war, 12 war, gab es einen BMX-Fahrer, der Spitzname hieß Mad Dog. Vielleicht kennt ihr noch ein paar von euch. Der ist leider schwer gestürzt und musste alles neu lernen. Aber ich glaube, der weiß nicht, ob der noch fährt. Also der musste laufen, wieder lernen und alles. Aber der hat den Cash Roll, keine Ahnung. Ich glaube, als erster gemacht. Das ist ein 180 to 180 Backflip. Also sozusagen, wir probieren es mal. Ich habe es noch nie gemacht in dem Spiel. 180, Backflip, 180. Okay, fast. Außer ich erzähle gerade großen Müll, aber ich glaube, das müsste der Trick sein. 180, Backflip 180. Lande doch mal normal, das wäre richtig cool, weil das ist ein absolut kranker Trick. Komm, wir probieren es nochmal. 180 to Backflip 180. Ah, yes, Alter, ist möglich. Aber jetzt habe ich ganz schön viel Speed verloren und fall hin. Aber Mega Ramp ist richtig geil. Also ich würde es gerne mal machen, irgendwann mal so im... 2 Jahren oder so, wenn man ein bisschen besser ist, hätte ich schon mal Bock, so ein Ding zu springen, aber ich glaube, das mache ich nie in meinem ganzen Leben. So, jetzt probieren wir gleich mal, ob ein Quad-Backflip möglich ist. Das heißt 4 Stück, aber ich möchte einen Superman machen. Wie ging der nochmal? Ah ja. Boah, so eine Mega-Rip ist schon was Krasses. Wir probieren mal so viele Rips, wie es geht. Pass auf, Tail-Rip. Spring, mein Guter. 5 Stück. Hat das schon mal einer gemacht? Das ist die Frage. Ich glaube nicht, oder? Aber hat bestimmt schon mal jemand gemacht. Auf so einer Mega-Ramp ist eh alles möglich. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr auch Ryan Williams. Ist auch ein richtig geiler YouTube-Channel. Gucke ich mir sehr gern an die Videos. Er macht ja richtig viele Mega-Ramp-Videos. Und der macht auch kranke Sachen. Also da denkt man, ey, das ist eigentlich unmöglich. Aber der macht's halt. So. Warte mal, können wir hier eigentlich rausspringen? Ja, können wir. Weil hier gibt es sogar noch einen normalen Skatepark. Aber wir wollen nach oben auf die Mega-Ramp. So, ohne Helm. Das wäre... Also stellt euch vor, so ein Ding springt einer ohne Helm. Dann ciao. So, mal gucken. Geht ein vierfacher Rückwärtssalto? Ich glaube nicht. Oh Gott, jetzt habe ich auf Zeitlupe gedrückt. Das wird jetzt eh nichts. 3 ist möglich, aber 4 ist, glaube ich, unmöglich. Wir haben auch noch links den Absprung. Den kann ich auch gleich mal probieren. Aber ich muss viel schneller drehen am Anfang. Also 3 sind möglich, aber 4, ich weiß nicht, warte mal, wir probieren es mal links. So eine Mega-Ramp ist schon geil. 1, 2, 3. Ich glaube, das geht nicht. Ich wünschte, es gibt noch irgendwie eine Map bei Pipe, wo man so eine Mega-Ramp hat, wo man ein bisschen länger fliegt. Dann wäre das bestimmt safe möglich, aber ich glaube, auf der ist es nicht möglich. Wir probieren es nochmal. Bam! Ah, fast. Also eine Hälfte, die Hälfte hat gefehlt, aber ich glaube, es ist nicht möglich. So,
Warte mal, was könnte man noch machen? Wir können noch... No Hand to Double Front Flip. Natürlich mache ich auch irgendwann Flair. Oh, der klappt jetzt gut mittlerweile. Der ist halt nicht so einfach in dem Spiel, aber er klappt gut. Ich werde hier Profi langsam. Langsam werde ich ein Profi. Barspin, Drop In. Okay, das war ein Bus Driver. So, jetzt. Frontflip, 3 Stück. Yeah, Alter, ist auch möglich, Alter. Krass. Also ohne Witz, es gibt fucking krasse Tricks, die die Leute bei diesen Mega-Ramps machen. Also müsst ihr euch mal Nitro Circus, kennt ihr bestimmt. Gab es früher auch schon, gibt es immer noch. Und die machen einfach unmögliche Sachen, ey. Das ist nicht mehr normal. So, jetzt nochmal Cash Roll mit dem Tail Rip. Warte mal, oh Gott. Okay, das war ein Downside Rip, aber oh Gott, das war ein bisschen zu sehr im Flat gelandet. Oder warte mal, probier nochmal. Oh Gott, was mache ich denn, Alter? Ich mache den immer in die verkehrte Richtung. So muss ich den machen. Aber da muss ich mich auch jetzt nach da drehen. Oh Gott. Okay, das schaffen wir. Come on, Mo. Come on. 180 Tail Rip to 180 Backflip. So, wieder ein Downside Rip. Aber den haben wir geschafft. So. Wie viele... Warte mal, kann man einfach nicht normale Barspins? Dann macht der Bus Driver. Ist ja eigentlich wie ein Barspin. Wie viele schaffen wir? Mal sehen. Ich sag 6. 1, 2, 3. Ja, 6 Stück. Hui. Habe ich gut abgeschätzt. Triple Downside Whip Air. Also ohne Witz, man kann so geile Sachen machen auf so einer Mega Ramp. Freut mich. Kann man auch einen Frontflip Drop In machen? In Zeitlupe? Oh ja! Alter, als ob das gerade alles klappt. Oh oh. Ah, oh Gott, man darf nicht zu weit unten landen. Aber wir probieren nochmal den linken Sprung. Also das Spiel bockt einfach. Das Spiel macht richtig Bock. Wenn ihr auch Bock habt, dass weiterhin das kommt, dann... Ey, wir schaffen das, den Quad Backflip. Wenn ihr Bock habt, dass das weiterhin kommt, dann ballert bitte den Daumen oben raus, weil das macht wirklich Spaß. Eins. Ah, jetzt habe ich Zeitlupe gemacht und ich lande neben der Map. Ja. Aber das war gerade schon knapp, ne? Ah, ich darf auch nicht reintreten, glaube ich, am Anfang. Ah, schon wieder aus den 2, 3. Ah, ich glaube, es ist machbar. Ich glaube, es ist machbar. Kombo. Ah, wieder. Ich drücke immer aus Versehen auf die Zeitlupe, dann wird das nichts. 3 Stück ist easy. Aber ist auch 4 easy? Das ist die Frage. Okay, easy ist es nicht, sieht man ja, aber... Ach, ey, wie, so komme ich denn immer auf diese scheiß Zeitlupe? Oh, 3, der war perfekt. 540. Ja. Yeah. Und jetzt in die Bank rein. Oh! Und irgendwas hier drüber. So hinfallen. Yeah! Komm, Junge. Du schaffst das, mein Freund. Oh Gott. Ein Double Whip Drop In wäre schon ein bisschen brutal, würde ich sagen. Aber vielleicht ist es machbar. Komm, komm, komm. Ah, warum komme ich denn immer auf diese Zeitlupe? Wieso? Okay, come on. Bitte, bitte, bitte. 1, 2, 3. Nee, ich muss höher und vor allem weiter. Ich spring gerade zu kurz irgendwie. Jetzt. 1 und wieder in Zeitlupe. 2, 3. Zu grinden wahrscheinlich, oder? Wie habe ich das gerade gemacht? Also es war irgendwie gerade eben ein Glückssprung. 1, 2, 3. Ah, ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, es geht nicht. Wir probieren es noch einmal. Komm. Wir probieren es noch einmal. 1, 2, 3. Nee, ich glaube, das an dem Ding ist es unmöglich. Wir haben unten hier ein Looping sogar. Guck mal, pass auf. Oh Gott. Tot. Ist das möglich, diesen Looping zu fahren? Habe ich irgendwie noch nie gemacht. Ah, wenn man das dann schaffen würde, erstmal da runter zu fahren. Okay, ich glaube, man ist viel zu schnell. Dann springen wir lieber nochmal ein bisschen drüber. Also, 4 Backflips, unmöglich. Aber auch 4 Frontflips. Also, 3 Frontflips gehen klar, aber vielleicht ist das ein bisschen einfacher, weil man sich schneller drehen kann. Ich weiß nicht. Ja, das war jetzt zu langsam. Leute, es macht fucking Bock, Alter, so eine Mega-Ramp. Hätte ich auf jeden Fall Lust, öfter zu machen. Oh, jetzt hätte ich den doch safe geschafft, oder? Jetzt war ich doch richtig hoch. Och, Mann. Vielleicht muss ich einfach einen Trick dabei machen. Wir machen mal einen Triple Backflip Tail Rip.
nicht in Zeitlupe. Ah, ich war gerade verwirrt. Jetzt war ich verwirrt. Okay, komm, wir machen mal noch ein paar andere Tricks. Wir haben hier nämlich noch so viele Tricks, die man machen kann. Boah, Turndown sieht auch richtig geil aus. Warte mal, so ein Turndown Drop In. Ne, das war ein X-Up. Fast. Physics die Turndown? Nein, Turndown. Ach, Junge. Wie habe ich jetzt den Turndown gemacht? Ah, nee. Das war wieder was anderes. Komm, Junge. Mach was Krasses. Frontflip to Backflip. Also, wenn das mal einer macht, einen Backflip to Frontflip, dann verliere ich den Glauben an der Menschheit. Aber... ich habe eine gute Idee. 180 to Double Backflip 180. Also, warte, 180 to Double Backflip 180. Okay, das ist sehr schwer, aber das schaffe ich. Genau jetzt schaffe ich das. Ich merk's. Zack, 180, dann Backflip. Ah, dreh dich doch. Ich muss mich schon beim Backflip drehen. Okay, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Oh Gott, jetzt habe ich übel Gas gegeben. Scheiße. 180, to Double Backflip. Das war es viel zu weit. Wir springen mal links runter. Ich will das jetzt schaffen. Das ist jetzt meine Mission. Macht nämlich auch ultra Bock einfach diese Strecke. Besser gesagt, die Mega Ramp. 180, Double Backflip. Ja, okay, ist auch schwer. Scheibenkleister. Ah, Turndown sieht geil aus, ey. Turndown, so ein Backflip-Turndown sieht auch fucking... Oha, Backflip-Turndown-Drop-In. So ein Backflip-Turndown sieht auch so geil aus. Herrlich. Und jetzt, Triple-Whip. Downside-Whip, okay. Ja, der fällt ja hin, Alter. Okay, Leute, zum Abschluss. Würde ich sagen, machen wir ein Triple Backflip, ich kann nicht mehr reden, dreifachen Frontflip mit Tail Whip. Mit so vielen Whips, wie es geht. Ich sag mal, 4, wie es gerade waren, schafft man. Okay, jetzt schaffe ich noch nicht mal einen Triple Frontflip. Double Frontflip, Quad Tail Whip. Boah, ist das verrückt, Alter. Wenn man so richtig viele Kombos macht, dann wird es richtig schwer, die Tricks Hilfe zu nennen. Oh ja, so macht man das auch. Über eine Mega-Ramp landet man mal im Fakey. Aber jetzt. Aber jetzt. Hä? Okay. Das war ein krasser Abschlusssprung, oder? Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Mega-Ramp vs. Mo, wer hat gewonnen? Schreibt es in die Kommentare. Wenn wir öfter diese Mega-Ramp ein bisschen fahren sollen, dann schreibt auf jeden Fall mal einfach ja in die Kommentare oder lasst einen Daumen nach oben da, weil die macht schon echt Bock. Okay, das ist jetzt wirklich der letzte Sprung. Ja, und jetzt noch Flair. Alles klar. Gut. Ciao.